So, weiter geht's beim Riva-Endspurt. Die Gruppe ist etwas dezimiert, denn in einer brachial-romantischen Szene entschied sich Jaegir, bei den Neckar zu bleiben, nachdem er ungefähr oh, jetzt ist nochmal ein Übergang. Effa-Tempel. Oh, geht auch. Nachdem er gefühlte 2 Sekunden mit Zorka gesprochen hatte, aber nun denn, wollen wir nicht so sein. So, schnell zu Xenia huschen. Quinja, Verzeihung. Da ist sie. Eine Ligistin bleibt stehen und hält seine Kameraden zurück. Halt, ruft er euch zu. Kommt doch mal her. Ihr habt nicht viel zu verlieren. Falls sie euch ergreifen, seid ihr so gut wie tot. Das ist jetzt eher unangenehm, aber gut. Wir haben schon so viele Gardisten getötet, da kommt es auf die 2 hier auch nicht mehr drauf an. Oder auf die 10. Wobei ich ja. Oh. Wobei ich Jaegir jetzt natürlich durchaus ein wenig fehlt. So, dann wird Xania mal aufräumen. Sucht das Weite. Zahlen ja noch beschleunigt, oder nicht? Ja, gut. Egal. Der erste in seinem Blute. Oh, ein Hauptmann. Keiner darf entkommen.
Was sollte denn eine Lehre sein? Vermaledeiten, Gardisten. Euren Plunder wollen wir nicht haben. Was? Nee. Mit einem lauten Hesünde zum Gruße reißt Arbusch die Tür auf, kaum dass er angeklopft hat. Ich wurde im Zeichen des Fex geboren, erwidert die Druidin ruhig. Dann lächelt sie milde, was kann ich für euch tun? Arbusch hält Quenya den Runenstab hin. Vorsichtig nimmt die Druidin das Artefakt entgegen, mustert es zunächst argwöhnisch, dann beginnen ihre Augen zu funkeln. Ganz und gar vertieft in das Studium der Runen scheint Quenya ihre Umgebung kaum noch wahrzunehmen. Mit glänzenden Augen vergleicht sie die Runen mit dem Schriftzeichen auf den verschiedenen Pergamentrollen, die sie in immer größerer Zahl aus den Regalen zieht und auf den Tisch anhäuft. Bei den Gefilden von Alvaran, poltert Quenya los. Wem gehört eigentlich dieser Stab? Barbarat. Aber er ist tot, beginnt Arbusch seine Geschichte und beobachtet mit gewisser Genugtuung, wie die Druidin bei der Erwähnung Barbarats ein wenig zusammenzuckt. Das erklärt einiges, meint Quenya schließlich. Ich schreibe euch eine Übersetzung. Die Magier werden sie zu deuten wissen. Eifrig kratzt die Druidin mit der Feder über einen kleineren Pergamentbogen. Dann wedelt sie damit in der Luft herum, bis die Tinte trocken ist und rollt das Pergament zusammen. Ihr dürft es natürlich auch lesen, bemerkt Quenya, als Arbusch die Rolle unschlüssig mustert. Da kann Quenya natürlich nicht abwarten. Druidin hat wohl erst die wörtliche Übersetzung der Runenzeichen notiert, denn es folgt ein erläuternder Text, in dem sie erklärt, wie wichtig die Reihenfolge der 7 Runentexte und ihre Anordnung auf dem Stab für eine richtige Interpretation ist. Erst dann hat sie eine Auslegung der Zeichenfolge niedergeschrieben. Der Runenstab ist mit einem Beherrschungszauber versehen, der es ermöglicht, die Macht der erschaffenen Chimären zu kontrollieren. Vermutlich, um Missbrauch auszuschließen, hat der Dämonenmeister dem Stab keine umfassende Kontrolle zugestanden. Der Stab beschränkt die magischen Fähigkeiten der Mischwesen stark ein, legt sie aber nicht vollständig lahm. Er errichtet bei seiner Anwendung einen Bandkreis, innerhalb dessen sie kontrolliert werden können. Der Wille der Hybridwesen wird davon nicht betroffen, sodass nur ein mächtiger Magier, der Barbarat unzweifelhaft war, sie seinem Willen unterwerfen kann. Toll. Ja. Dann gehen wir dieses Mal lieber weiter. Nerv rum. Ja! Ach, na klar, sind noch welche auf uns aufmerksam geworden. Oh. Ich wollte eigentlich die Abkürzung nehmen, aber ich wäre vielleicht doch schlauer gewesen. Direkt in die neue Kanalisation hinabzusteigen, aber egal, wir haben es geschafft. Na, dann wollen wir mal. Gütlich tun hier. Super Heiltrank. Juhu. Starker Heiltrank. Und ein Wirselkräutlein. Gut. Und schwuppdiwupp. Alle wieder wohlauf. So.
warum auch immer ich das nicht markiert hatte, aber jetzt hat ja alles schön seine Ordnung. So. Das Hauptquartier der Gilde ist nahezu leer. Rozar vom Amboss sitzt allein in einem Sessel, springt jedoch erfreut auf, als er euch erblickt. Er nimmt Borberats Stab wieder an sich und stürzt sich neugierig auf die Übersetzung der Wahrsagerin. Beim Lesen murmelt er leise vor sich hin. Punkt. Oh. Fast abgestürzt hier, was ist das denn? Ja, vorsichtig tippt Arbosch den Magier auf die Schulter. Was ist? Brummt Rozar unwillig. Ah, wo sind die anderen alle abgeblieben? Der Magier legt das Pergament zur Seite. Der Krieg gegen die Piraten ist in die entscheidende Phase getreten, erklärt er euch. Lothur führt seine Leute in den Kampf, damit wir für unser Vorgehen gegen die Königin den Rücken frei haben. Die Königin darf nicht dazu kommen, diejenigen, die unter ihrer Macht stehen, gegen uns zu schicken. Meine Kollegen haben sich zurückgezogen, um Kräfte zu sammeln, werden sie dringend benötigen. Wir müssen uns gedulden. Rozar vom Amboss studiert zum wiederholten Mal das Pergament und betastet dabei den Runenstab. Sie sind noch nicht zurück. Okay. Macht ihn ja zumindest sympathisch, dass Lothur seine Leute selbst in den Kampf führt. Im Hauptquartier der Gilde herrscht wieder geschäftiges Treiben. Lothur, Lea und die fünf Magier sitzen beisammen und beraten. Als Lea euch bemerkt, winkt sie euch zu sich. Wir haben einen Plan gefasst. Hört zu, beginnt Saldor Foslarin. Wir können die Macht der Könige mit dem Runenstab schmälern, sodass es möglich wird, einige Leute unbemerkt in ihren Bau zu bringen. Wie bitte? Wundert sich Arbosch. Wie groß ist der Bau denn? Etwa so groß wie ein Ameisenhügel, etwa halbe Mannsgröße, erklärt Landor Gerano. Wir werden dazu auf diejenigen, die sich in den Bau wagen sollen, einen Schrumpfzauber sprechen. Und mit Hilfe des Runenstabes können wir die magischen Schutzwelle des Baus schwächen, mischt sich Rozar vom Amboss ein, der den Stab nicht aus den Händen gibt. Wir, also wieder mal, sagt Nere ernst. Die Aufgaben sind verteilt, stellt Haldana von Ilmenstein fest. Wir halten den Zauber aufrecht, die Gilde sorgt in der Stadt für Unruhe und ihr dringt in den Bau ein. Wir wissen, dass eure Aufgabe nicht leicht ist, wirft Rakala ein, zumal es uns nicht möglich ist, noch eure Ausrüstung zu verkleinern. Juhu! Ihr werdet nichts bei euch führen, nicht einmal eure Kleidung und müsst euch mit dem behelfen, was ihr dort finden werdet. Das Einzige, was wir mit euch mitgeben können, ist ein magisches Amulett, mit dessen Hilfe ihr uns mitteilen könnt, dass ihr die Königin besiegt habt. Wir werden dann sofort wieder den Schrumpfzauber beenden. Doch hütet euch, das Amulett zu früh einzusetzen, denn falls der Bau immer noch magisch geschützt ist, wenn ihr es tut, werdet ihr von den unzerstörbaren Wänden zerquetscht werden. Ohne Waffen und Ausrüstung, schluckt Arbosch. Die Königin wird sehr geschwächt sein, meinte Rozar beruhigend. Ihr habt noch eine gute Chance, aber ihr dürft nicht versagen. Juhu, dann Rozar vom Amboss springt fröhlich aus dem Sessel, als ihr den Raum betretet und euch auch die übrigen Magier wirken sehr angespannt. Förmlich, Verzeihung. Der Handelsherr unterbricht seine Wanderung durch den Raum und dreht sich zu euch um. Meine Leute haben den Stollen zum Rathaus vollendet, berichtet Lothur. Die Schreiberlinge kommen nur hin und wieder in den Keller, wenn ihnen die Tinte ausgegangen ist. Solange die Königin nicht ihre Sklaven alarmiert, werdet ihr dort unten unentdeckt bleiben. Die Königin wird stillhalten, meint Rozar zuversichtlich. Doch ihr bemerkt, dass er bei diesen Worten über den Stab Borberats tastet. Zögernd setzt sich die Gruppe in Bewegung. In der Kanalisation und unter dem Rathaus sieht man die Ergebnisse langer Arbeit. Ein großes Loch klafft in der Wand. Wir haben nur nachts gegraben, wenn das Rathaus leer stand, erklärt Lea. Im Keller des Rathauses trefft ihr auf Wachposten der Gilde. Alles ruhig, raunt euch Tarik zu. Nachdem ihr zum Bau der Königin geführt wurde, beginnt die Gilde ihren Rückzug. Ihr wisst, wo wir zu finden sind, sagt der Handelsherr mit rauer Stimme. In der Stadt wird in wenigen Minuten das Chaos ausbrechen. Dann müsst ihr handeln. Er zögert einen Augenblick, dann wendet er sich schnell ab und verlässt den Raum. Lea umarmt jeden von euch. Passt auf euch auf, flüstert sie heiser mit feuchten Augen, dann läuft auch sie schnell hinaus. Ihr wartet so lange, bis ihr sicher seid, dass ihr alle Gildenangehörigen das Rathaus verlassen haben.
Angespannt starrt ihr auf das, was wie ein harmloser Ameisenhügel aussieht. So viel zu unseren ganzen schönen Extras. Splitternackt und ohne Ausrüstung betretet ihr den Bau durch eines der Öffnungslöcher. Sofort verliert ihr unerwartet das Gleichgewicht und schlittert auf einen steil nach unten führenden, auf einer steil nach unten führenden Rutsche abwärts. Diese verstaubten Bücherwürmer, hätten sie nicht wenigstens unsere Rüstung mitschrumpfen lassen können, heult Arbosch auf, als er sich auf dem rauen Boden die nackte Haut aufreißt. Na klasse! Was für eine Konzentration magischer Kraft. Mirel ist wie betäubt, als das Astral, als die astrale Kraft schlagartig zunimmt. So, nun gilt's. Gerade als ihr die unheimlich anmutende Höhle betretet, könnt ihr einen Bobbartwurm sehen. Bei Praios, wie riesig sie auf einmal sind, entfernt es Arbosch. Das macht sie noch abscheulicher. Der Bobbartwurm scheint euch nicht bemerkt zu haben, denn er kriecht ohne Halt nach Nordosten aus der Höhle. Ihr könnt schwören, dass er etwas in seinen Zangen trug. Geröll und Schutt, der wohl beim Anlegen der Gänge angefallen ist. Wollt ihr einige Steine mitnehmen? Jo. Hüte dich, Gezücht, schnaubt Arbosch. Das einzig Gute ist, dass Rondran wieder 8 Bewegungspunkte hat. Hat mich das ganze Abenteuer schon gestört. So, dann wollen wir das Ding mal versteinern und Schluss ist. Klasse! Dann machen wir eben so einen Computerkampf. Baubart-Ei. Und Steine. So, die Luftschächte an der Decke sind viel zu klein, um sich darin fortbewegen zu können und zudem unerreichbar. Wie schade. Lasst uns sehen, ob unter dem Grünzeug nicht auch was Brauchbares zu finden ist, schlägt Arbosch vor. Erst und Y-Ast. Okay. Hiebwaffen. Oh, Hiebwaffen sind ja gar nicht so schlecht. Nur Xania hat noch ihre Waffe, das ist ja vorzüglich. An der Wand wachsen zwischen allgegenwärtigen Flechten einige auffällige Pilze. Wollt ihr einige davon mitnehmen? Jawohl.
Am Boden seht ihr einen halb verwesten Pflanzenstängel. Nicht weit davon liegen einige Dornen, die eine starke Ähnlichkeit mit tierischen Stacheln aufweisen. Wenn der Stiel nicht noch so verwest wäre, könnte man ihn sicherlich als Blasrohr verwenden. Okay. Hey. Die Spinne hatte gerade angefangen, sich häuslich einzurichten, niederzulassen. Das Netz ist allerdings bei weitem noch nicht fertiggestellt. Wollt ihr einen Faden abreißen? Ja. Das Netz ist sehr elastisch, aber es gelingt euch, ein etwas spannreiches Stück von dem Faden abzutrennen. Hey, was ist denn hier los? Ah, vergiftet, verflixt. Tatsächlich gelingt es aber, das Spinnenseil an der Astgabel zu befestigen. Also, da hätten wir uns doch eine nette Schleuder gebastelt. Jo. Näher sich mal zurechtlegen. Gut, haben wir noch mehr davon? Luftschächte sind, ja, wissen wir, nicht zu erreichen. Kaum habt ihr die Höhlen betreten, als ihr einen Smaragdmorpho entdeckt. Er mag euch ganz und gar nicht. Was ist denn ein Smaragdmorpho? Ach, so ein Ding. Ja, wir mögen ihn auch nicht. Geblendet. Was? Ach, geblendet, das Mistviech. Und da ist er versteinert und das war's. So, ich glaube, das reicht für dieses Video. Machen wir mal beim nächsten weiter. Soweit, so gut.